Was ist meine Berufung? Ich hatte schon mal viel Stress damit, weil ich ja gedacht habe, ich muss ja meine Berufung erfüllen. Und was könnte das nur sein? Und dann folgte die Antwort irgendwann nach jahrzehntelanger Selbstquälerei. In dem Moment, in dem ich über meine Berufung nachdenke, ist die Berufung, über die Berufung nachzudenken. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist einfach alles. Alles sein zu lassen, wie es ist. Also, Essen, Essen sein lassen, keine Ahnung. Ich muss ja nicht mehr wissen, was ich mache oder wer was macht oder ob ich was mache. Aber ich kann natürlich auch an alles denken, dass ich ein Mensch bin und Entscheidungen treffe und so tue, als ob, dass ich mein Leben auf die Reihe bringe und es total gut organisiere. Aber wenn ich es nicht weiß, also die Unabdingbarkeit, so das wird. Das Leben ist unabdingbar. Das ist ein geiles Wort. Unabdingbar. Ich bin dazu berufen, immer das zu sein, was gerade ist. Und nicht irgendeine Vorstellung hinterher zu hetzen, dass jetzt irgendein Besonderer oder irgendwer wäre, der dann einen Job hat, womit er jetzt irgendwem dient oder irgendwas macht. Nö. Ist eigentlich gar nicht nötig. Ist gar nicht nötig. Frieden ist eigentlich, wenn alles so sein kann, wie es ist. Wenn die Verrückten sich die Köpfe einschlagen dürfen und sich voneinander getrennt fühlen. Oder wenn du sagst, ich erkenne mich im anderen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wild und aufregend. Probier alles aus, was du willst. Es gibt gar keine Autorität da drin, irgendwo, in irgendwem. Und alles ist Leben und du, oder als Ich, das absolute Ich, das zum absoluten Du spricht, sagt, du bist nicht getrennt von dem, was du erlebst. Es gibt überhaupt keine Trennung in dem Ganzen. Die Erfahrung von Trennung von mir und dir, was ist die? Ein Aufflackern, ein Erlebnis. Boah, und dann, ah ja, ist man sich so gewöhnt, man will doch da was Einzigartiges sein im Ganzen, da versucht man sie immer aufrechtzuerhalten, der Überlebensmechanismus. Mir an der Idee, an dem Glauben des freien Willens festzuhalten, wenn er eh nicht funktioniert. Und wenn ich nicht mal weiß, wer den freien Willen haben könnte. Ja, natürlich, der Freiwille, ich hab den, ich, der Herr oder die Frau, das, genau. Und irgendwann, dann schaffe ich es doch, dass dann irgendwann alles so läuft, wie ich es will, weil irgendwo fühle ich mich ja getrennt vom Leben und bevor das Leben mich kontrolliert, dann muss ich es lieber kontrollieren, weil dann, weil ich weiß, wie es läuft und dann passiert bestimmt nichts, dass es irgendwie mir schaden könnte. Aber schau auf dein Leben zurück. Wie viele Situationen gibt es, wo du irgendwas Tolles gewünscht hast oder gewollt hast, dass irgendwer mit dir was macht oder und dann ist es doch ganz anders gelaufen. Und dann natürlich der Verstand ist so trickreich. Ist ja das absolute Bewusstsein nicht verschieden davon. Sagt er, ja natürlich, ich wollte es ja natürlich auf einer anderen Ebene, damit es dann so wird, wie es jetzt ist, weil mein Wille geschehe, weil alles, was ich will, ist alles, was ist. Und ich kriege nicht das, was ich will, sondern ich habe schon das, was ich will. Und das ist genau das, was jetzt ist.
Tschaka. Selbstgespräch. Was für eine Lalala.